Der Rechtsextremismus ist die größte Herausforderung für die innere Sicherheit, die wir haben. In allen Schattierungen, in allen Gruppierungen. Wir müssen das ein Gesamtbild uns machen. Nicht, dass wir gefährdet werden, unmittelbar unserer Demokratie. Aber wir haben ja einmal erlebt, dass das Bürgertum, und das wird hier erreicht, das ist das Problematische. Der Generalbundesanwalt sagt, die Gefahr kommt aus der Mitte. Die kommt nicht von den Rändern. Die Gefahr ist, dass die Mitte infiziert wird. Und ich schlage jetzt mal eine Brücke, obwohl das sehr dramatisch klingt. Die Weimarer Zeit ging zugrunde, weil das Bürgertum sich nicht verteidigt, die Demokratie nicht verteidigt hat. So weit sind wir noch lange nicht. Aber ich bin sehr, sehr aufmerksam. Und eines unterscheidet sich von der RAF. Die Akzeptanz im Publikum, die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Akzeptanz für rechte Ideen ist sehr viel größer, immer gewesen in Deutschland, auch nach dem Krieg, auch jetzt, als für linken Extremismus. Die RAF ist gescheitert. Sie hat das Volk nicht erreicht. Aber hier gibt es Leute, die fangen an, das Volk zu erreichen. Und das macht mir Sorgen. Der Generalbundesanwalt wirft diesen Leuten die Gründung einer Bildung einer terroristischen Vereinigung vor. Nicht unmittelbar die Vorbereitung eines Terroranschlags. Ja. Das ist was anderes. Und ich finde es auch irgendwie komisch, bei der Diskussion um die Gefährlichkeit immer von diesem Endziel, was diese Leute definieren, auszugehen. Weil, also terroristische Vereinigungen bekommen ihr Ziel in der Regel nie, also ganz selten mal. Die RAF hat nicht ihr sozialistisches Utopia bekommen und der NSU nicht sein Viertes Reich. Gemordet haben sie trotzdem. Und der Weg dahin war eben sehr blutig. Und diese Leute sind sicherlich gefährlich. Und zwar so, dass man sie sich genauer angucken muss. Und eine Durchsuchungsmaßnahme kann ja auch dazu führen, Leute zu entlasten. Deswegen, man muss jetzt mal gucken, was die Ermittlungen ergeben. Aber die Haftbefehle haben gehalten. In Karlsruhe hat der Ermittlungsrichter das bestätigt, was die Ermittler in den Monaten zusammengetragen haben. Ich halte das für ein strukturelles Problem und das hat nichts damit zu tun, irgendwie einen Generalverdacht auszusprechen. Überhaupt nicht. Also diese ganzen viele rechte Chatgruppen kennen wir ja überhaupt nur durch polizeiliche Ermittlungen, durch die, die dann eben zutage befördert wurden. Ich halte es für ein strukturelles Problem aus meiner Erfahrung. Und worin liegt das? Was heißt das? Genau. Aus meiner Erfahrung, ich komme aus Hessen, da würde ich sagen, ist das strukturelle Problem besonders groß. Naja, wenn man sich dann anschaut, dass es rechte Chatgruppen gibt, dass ein ganzes SEK aufgelöst wird und dann muss ja die Frage, das müssen ja Vorgesetzte mitbekommen haben. Das muss ja über Jahre hinweg, das fällt ja auf. Ne? Also, und ich glaube, dass es ein Problem gibt des Wegschauens, ja, dass es, wir ein strukturelles Problem haben, weil wir keine unabhängigen Stellen haben. Also gerade auch, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, ich fühle mich rassistisch behandelt von der Polizei, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, eine unabhängige Stelle zu kontaktieren, sondern am Ende immer Polizeibeamte gegen Polizeibeamte ermitteln. Und das ist natürlich einfach ein Problem. Björn Höcke ist Lehrer. Genau, das ist das Problem. Also, ist da bislang nicht aus dem Schuldienst in Hessen herauszubekommen gewesen, auf Basis des alten Rechts, auf Basis Ihres neuen Gesetzes. Würden Sie es denn dann schaffen? Ich glaube, dass die Chancen höher sind. Ja, nach wie vor müssen die Behörden alle Tatsachen zusammentragen, aber Herr Höcke ist ja sogar schon gerichtsfest, kann man als Faschisten bezeichnen. Also insofern ist das ja etwas, wo man sagen muss, so jemand kann ja unmöglich irgendwie noch in den Unterricht zurück. Und ich glaube, bei Herrn Höcke sieht man etwas, was mir Sorge macht. Und deswegen verändern wir jetzt auch Disziplinarrecht. Die Anforderungen an einen Beamten, wenn er in der Pension ist, sind höher, als wenn jemand wie Herr Höcke beispielsweise beurlaubt ist, weil er als Abgeordneter tätig ist. Und das kann meines Erachtens nicht sein. Deswegen, ich halte diese Veränderung im Disziplinarrecht für notwendig und auch eine Anpassung des Rechtes für notwendig, wenn jemand auch verurteilt wird, dass man dann möglicherweise früher auch aus dem Beamtenverhältnis rauskommt. Bisher ist die Strafe bei einem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass man das schon bei 6 Monaten macht. Ja, insofern, ich sehe Handlungsbedarf. Natürlich nicht wie damals alle unter Generalverdacht zu stellen, aber eine Anpassung, dass man eben sagt, nicht mehr Verwaltungsgerichtsverfahren, sondern eines Verwaltungsaktes. Und natürlich ist es nach wie vor so, dass die Behörde erstmal nachweisen muss, dass es Verfehlungen gibt. Ja. Aber nochmal gefragt, würden Sie Björn Höcke dann aus dem Schuldienst rausbekommen? So? Ich glaube, dass es leichter wird, ja.
Es geht darum, genau, dass wir das Disziplinarrecht so neu aufstellen, dass es eben keine Verwaltungsgerichtsklage mehr bedarf, um Bedienstete aus dem öffentlichen Dienst zu bekommen, sondern dass das mittels eines Verwaltungsaktes geschehen soll. Das geht dann schneller. Das ist etwas einfacher nachzuweisen und es ist handhabbarer. So ein Verwaltungsgerichtsverfahren vorzubereiten ist auch innerhalb der Verwaltung nicht ganz banal. Und dort müssen wir einfach schneller werden. Es ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Deswegen hatte ich das ja auch bereits in meinen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus mit aufgenommen, dass wir dort verschärfen müssen. Es ist einfach wichtig, dass der Staat in diesem Sinne auch handlungsfähig ist. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen solche Chatgruppen. Wissen Sie, und das ist der Unterschied. Drum schwätzen, Stimmung machen ist das eine oder sich drum kümmern. Wir haben damals diese Chatgruppen untersucht. Wir haben damals einen Spezialisten eingesetzt mit einem Team von Leuten, die es untersucht haben. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, es gibt kein strukturelles Problem. Es gibt einzelne Täter und einzelne heißt nicht einer, sondern es können auch 10 oder 20 oder 100 sein. Natürlich kann das sein. Wir haben 50.000 Leute, die beschäftigt sind in der Polizei. Entschuldigung mal, wäre komisch, wenn da überhaupt keiner drin wäre. Also ich meine, ich möchte keinen drin haben. Deswegen machen wir Tests vorher. Wir lassen nicht jeden in den Dienst rein. Vollkommen richtig. Wir überprüfen alle Fälle. Das Problem, was wir haben, das ist das Problem, wenn wir dann die Leute ermittelt haben bei den Chatgruppen und dann nachher bei Gericht sind und die nicht verurteilt kriegen, weil Chats private Chats sind, private Unterhaltung sind und eben keine öffentlichen Erklärungen. Das macht mich nervös. Viel nervöser als das andere. Ich möchte die paar wenigen, die da sind, die möchte ich erwischen und aus dem Dienst entfernen. Darum geht's. Da predige ich seit 2018, 2019. Und da kommen wir überhaupt nicht voran. Das ist ein Riesendilemma. Verwundert hat mich, sagen wir mal, die weitgehende Planung, das ist schon wahr, aber dass es diese Milieus gibt und was sich da tut, da haben wir, glaube ich, 2018, 2019 schon darauf hingewiesen, diese Mischszenen, die sich da entwickeln, wo zwischen Rechtsextremen und Menschen, die im bürgerlichen Lager sind, Stimmungen entstehen, in dem im Grunde ein Gebräu entsteht im Netz, was dann eben auch zu Taten führen kann. Ich meine, haben wir ja auch, es gibt ja auch Beispiele dafür, die schon passiert sind, dass die Leute sich gegenseitig hochstacheln, viele Likes geben und dann geht einer los und schießt. Also Lübcke zum Beispiel. Wir analysieren immer super schön und wir handeln zu wenig an den Stellen, wo man handeln kann. Erste Feststellung, ich habe meine 30 Menschen in den Chatgruppen und es ist nicht gescheitert an irgendwas, sondern an der Rechtsprechung, die sagt, Chats sind private Räume, da können die sagen, was sie wollen. Da sage ich, warum ändern wir das eigentlich nicht? Nur, dass wir es einmal klären, weil Sie es eben schon mal gesagt haben und ich mir die Frage stelle, kann man das nicht ändern? Recht kann man nicht ändern. Was sagt die Verfassung? Dafür gibt es Gesetze. Natürlich gibt es dafür Gesetze und natürlich kann man das auch ändern. Und, machen Sie das? Ja, wenn ich die erforderliche Mehrheit dafür bekomme. Im Moment haben wir eine abenteuerliche Diskussion in der Öffentlichkeit, was alles geschützt werden muss in privaten Chats. Statt dann auch zu sagen, wie wehrhaft ist eine Demokratie eigentlich auch im Netz. Also für mich ist es wichtig, dass wir hart durchgreifen können, auch bei Dingen, die im Netz geschehen. Dafür bin ich ja gerade diejenige, die auch sehr stark unterwegs ist in der Frage, was dort alles durchgesetzt werden muss. Ich würde mir wünschen, dass es dafür auch Mehrheiten gibt, weil ich sehe das, was Sie gerade diskutiert haben. Das ist einer der Hauptprobleme, dass wir mittlerweile im Netz immer wieder Bestätigungen für das bekommen, was Menschen glauben, die Wahrheit sei in rechten Chats, in rechten, auf rechten Seiten und dass ich nur auf rechten Seiten quasi durchgreifen kann, wenn ich das okay habe von denjenigen, die es betreiben, das ist zu wenig. Also man muss dort durchgreifen können. Ihre Kollegin hat gesagt, das Ganze wirke auf Sie allein dadurch, wie breit es im Vorfeld schon bekannt war, wirke diese ganze Razzia auf Sie wie eine PR-Aktion, hat Martina Renner gesagt, die zu Ihrer Fraktion gehört. War es tatsächlich nicht mehr? Das müssen jetzt natürlich die Ermittlungen zeigen. Also ich meine, Martina Renner ist ja eine derjenigen, die seit vielen Jahren auf die Gefährlichkeit dieser Szene hinweist. Und es gab jetzt in den letzten Tagen Berichte darüber, dass es möglicherweise so gewesen sein könnte, dass Einzelne gewarnt worden wären vor der Razzia, dass einige nicht überrascht gewesen sind über die Hausdurchsuchung. Sollte das so gewesen sein und Beweismaterial deshalb nicht aufgefunden worden sein, wäre das ein Problem. Aber ich finde, das müssen wir jetzt natürlich auch abwarten, was die Ermittlungen in den nächsten Tagen bringen und was dann eben wirklich gefunden wird. Und wenn es da natürlich im Vorfeld Warnungen gegeben hätte, dann wäre es natürlich ein Riesen. Das Schlimmste wäre, wenn Beweismittel verschwunden wären, ne?
ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie zum Kaffee bei Frau Faeser eingeladen war und dann irgendwie Adressen bekommen hätte oder andere Kollegen. Ich kann für mich sprechen und für meine Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall darf ich das auch, die an diesen Recherchen beteiligt waren. Wir wussten, dass diese Razzien kommen werden und zwar, ich würde sagen, grob 2 Wochen vorher. Wodurch? Durch Kontakte und durch Recherche und alles andere würde ich auch anderen Kolleginnen und Kollegen erstmal nicht unterstellen wollen, dass sie sich da haben einspannen lassen für irgendwie etwas, sondern die Leute, die sich mit diesem Bereich beschäftigen und ich arbeite seit vielen Jahren im Bereich der inneren Sicherheit, sie haben Kontakte, sie hören, wenn große Ermittlungen laufen und wir reden, also nochmal kurz zurück zur Dimension, über ein Verfahren, wo durch Ermittlungen extrem viele Menschen innerhalb kurzer Zeit auf den Schirm der Behörden gelandet sind, weil man gesehen hat, wer kennt wen. Man hat sich wirklich Netzwerke dort angeguckt und dann haben sie natürlich wahnsinnig viele Leute, die damit beschäftigt sind und dann hören sie natürlich auch davon. Ja. Und auch die Vorbereitungen, die Logistik hinter so einem Einsatz ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Ja? Also sie müssen das ja alles koordinieren, über 130 Objekte durchsuchen, mehrere Länder. Utopisch zu glauben, dass dort nicht Polizeireporter in Berlin, Frankfurt, sonst wo davon mitbekommen, dass da etwas passiert. In dem Fall, ich kann für mich und meine Kollegen sprechen, wir sind nicht von einer Behörde oder einem Ministerium irgendwie eingespannt worden und man hat uns keine Adressen pauschal in die Hand gedrückt. So arbeiten wir nicht, sondern wir entscheiden, wir recherchieren, wir entscheiden, was ist eine Recherche, was ist eine Geschichte. Wenn eine Geschichte ist, müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und in dem Fall haben wir das gemacht. Wir sind eine verletzbare Demokratie. Wir wollten das so. Deshalb müssen wir uns anstrengen, sie immer wieder zu verteidigen. Wir müssen ja auch mal drüber reden, was machen wir eigentlich um diese Leute, nicht die Reichsbürger, aber diese Leute, die unserem Staat jetzt mit Zurückhaltung, sag ich mal, gegenüberstehen, wie kriegen wir die eigentlich wieder zurück? Wie denn? Also einmal könnte man natürlich sagen, überzeugende Politik. Sie mitnehmen in den Schwierigkeiten, ihre Fragen richtig beantworten, auf ihren berechtigten Protest eingehen. Also wir können die doch nicht einfach sozusagen sagen, beiseite lassen, sondern die sind ein Faktor in unserer Republik. Wir müssen deeskalieren. Ja? Also wir sind nicht nur angewiesen auf die Polizei und auf die Justiz. Wir selber als Demokraten müssen alles tun, dass diese Demokratie lebt. Das heißt, wir müssen auf Leute, wo es sich wirklich lohnen kann, zugehen und ihnen sagen, auf welchem Trip sie sind.